Das Ist ja ganz Thema klar. Parken in Entschuldigung, Kleinmachnow Herr bleibt Kröger? weiterhin ein strittiges. Auch die erste Sitzung der Gemeindevertretung in Frau Liebrandt? 2023 brachte keine einvernehmliche Lösung. Nachdem die Gemeinde angekündigt hatte, das Parken auf Straßen unter 5,5 Meter Breite unterbinden zu wollen, was immerhin für rund 70% der Straßen in Kleinmachnow gelten soll, versuchten sich CDU und FDP mit einem Änderungsantrag als Wegbereiter für einen Kompromiss. Auf Straßen mit einer Breite bis 4,50 Meter sollte demnach das Parken auf einer Seite mit zwei Rädern auf dem Gehweg erlaubt sein, auf Straßen unter 5,50 Meter Breite, sofern möglich, das Parken auf einer kompletten Gehwegseite. Doch auch dieser Vorschlag scheint weit weg von einem Durchbruch. Dass wir ein Problem hier haben, ist für uns vollkommen klar. Dass dort eben, wenn die 3,05 Meter nicht ausreichend da sind, die LKWs nicht richtig durchkommen halten, wir irgendwas machen müssen. Aber es soll eine Problemlösung her, die eben auch den Anwohnern und der Bürgerschaft, sag ich mal, zugutekommen halt. Wir sehen es eigentlich alles als Halteverbot auszuführen. Und nur zwei, drei Parkplätzchen pro Straße für Besucher, um die noch zeitlich begrenzt zu machen, als eine Lösung an, die lebensfremd ist halt. Und insofern bitten wir darum, dass dieser Antrag eben auch diskutiert wird. Selbstverständlich rede ich mit Ihnen darüber. Ich denke aber trotzdem, dass der Antrag, so wie er gestellt ist, nicht genehmigungsfähig ist und deshalb bitte ich ihn abzulehnen. Sie können aber sicher sein, und das habe ich auch immer gesagt, dass wir irgendetwas machen müssen, um einen Konsens in der Bürgerschaft zu kriegen. Wir werden etwas vorstellen. Vielleicht muss man auch ein Hearing mit den Bürgern insgesamt machen, ein Zusammentreffen, weil das wird schon eine Änderung sein. Der Antrag der FDP-CDU ist nicht zielführend, so wie er ist, den bitte ich abzulehnen. Aber selbstverständlich werde ich mit Ihnen reden und Sie werden nicht morgens aufwachen und werden dort Schilder sehen und dürfen da nicht mehr halten. Also ich bin auch nicht weltfremd. Wenn dann noch ein guter Vorschlag der Verwaltung kommt, dann kann man da in den Ausschüssen bestimmt was Gutes zusammenstricken. Und das fände ich einen sinnvollen Weg. Da ich die Aussage des Verkehrsministers noch in Erinnerung habe, dass für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ein Mangel an Schildern verantwortlich sein soll, finde ich, dass wir diesen Antrag auch unter diesem Aspekt berücksichtigen sollten. Denn hier werden ja mehr als tausende Schilder gefordert. Ihr Spielraum, Herr Bürgermeister, ist uns bewusst. Deswegen dieses Ersuchen. Aber wir denken eben, es muss eine andere Lösung geben, als jetzt sozusagen die vielen engen Straßen, die wir haben. Viele Straßen, wo es nur 4,60 Meter sind, wo praktisch gar nicht mehr geparkt werden könnte, das anders zu lösen. Trotz eindringlicher Bitte konnte Bürgermeister Michael Grobert die mehrheitliche Überweisung des CDU-FDP-Antrags zwecks weiterer Aussprache in die Fachausschüsse nicht verhindern. Die Diskussion um das Parken in Kleinmachnow wird also noch eine Weile weitergehen.